Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Yoshi's Island. Ja, ich weiß zwar, dass es natürlich Super Mario World 2 ist, aber ich nenne es nicht so. Es tut mir leid, ich nenne es nicht so. Es ist und bleibt für mich einfach nur Yoshi's Island. Und wie gesagt, im letzten Part, also dem ersten Part, habt ihr gesehen, dass, ja, die Größe vom Bildschirm ist ein bisschen kleiner als wir bei meinen anderen Videos. Es liegt einfach daran, dass ich halt original vom Super Nintendo aufnehme und nicht über Emulator. Weil ich muss sagen, ich nehme ungern über Emulator auf. Und deshalb ist die Farbgebung auch ein bisschen anders, weil über Emulator wäre es halt viel farbenfroher, viel schöner. Aber da ich ja original über Super Nintendo aufnehme, ist halt die Farbgebung nicht ganz so stark. Und nicht, dass ihr euch irgendwie wundert oder so. So, Welt 1-2. Bombola. Und das Level hasse ich. Ich hasse es so sehr. Der Wolf hat es auch gesagt. Und ich glaube, das würde jeder sagen, der das Spiel mit 5 oder 6 Jahren mal gespielt hat. Man hat einfach Schiss vor diesem Level. Nicht, weil es irgendwie schwer ist oder so, sondern man will es einfach nicht verkacken. Ihr seht schon, da ist ein Schild da unten. Hier. Aha. Das sieht nach Kettenhunde aus. Und ihr seht da hinten im Hintergrund schon einen Kettenhund. Und ich habe es gerade so ein bisschen verschissen. Aber ist ja egal. So, okay, der hat sich jetzt ein bisschen weggespackt. Und da kommt der nächste Kettenhund. Und zack. Und da reißt er den gesamten Boden mit sich. Nein! Nur 2 Leben? Really? Oh, fuck. Oh mein Gott. Okay, ich sollte nicht so viel Scheiße bauen. Ich sollte dezent nicht so viel Scheiße bauen. Da ist eine Blume. Oh, ich wollte gerade springen, ey. Ihr Säcke. Okay. Ja, die hier muss ich nach... Die kann man mit so einem... Ja, so einen starken Sprung nach unten. Die kann man runterfahren. Das muss man machen, weil manchmal sind die Entwickler wirklich so frech, die haben darunter was versteckt. Das war hart. Sternis. Sehr gut, kann ich sehr gut gebrauchen. Und das ist ein Checkpoint. Geh durch diesen Sternenring, damit du beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle anfangen kannst. Und er gibt auch Sternis. Ihr seht, uns fehlen nur noch 10 Sternis und jetzt muss ich mal hier... Oh, was für ein Skill! Und sogar noch 2 Sternis rausgeholt. Mein Gott, bin ich ein Skiller hier. Wow. Okay. Ja, mehr brauchen wir eigentlich. Jetzt gehen wir nach oben. Oh, das war scheiße. Na, ist egal. Okay. Sind hier rote Münzen? Nein. Hier ist auch absolut nichts. Hier ist aber ein Checkpoint. Okay, ich... Nein, warte. Ich will zu dieser Münze. Weil diese Münze könnte rot sein. War sie aber nicht. Dankeschön für nichts. Kann ich nicht wissen, tut mir leid. Ich meine, ich habe das Spiel zwar schon so oft gesehen und... Ich müsste es eigentlich noch in- und auswendig kennen, aber... Nee. Nee, einfach nein. So. Drücke Start, um deine aktuelle Punktzahl zu sehen. Um die Gegenstände aus den Bonusspielen benutzen zu können, musst du das Steuerkreuz nach links oder rechts drücken und dann A bestätigen. Ja, kein Problem. Ich möchte aber noch nichts einsetzen. Berühre die Zauberblase und verwandle dich in einen Heli-Yoshi.
Hast du den Yoshi-Block rechtzeitig erreicht, wird der Baby Mario folgen. Ja, der Yoshi, der ist so cool. Das ist nicht einfach nur ein pinker Yoshi, und ich liebe Yoshis, sondern Yoshis können sich in diesem Spiel auch verwandeln. Und ja, und heute verwandeln wir uns in den Heli-Yoshi. Da unten sehe ich auf jeden Fall schon mal eine Blume, die ich ganz... Ja, die Gegner können uns zwar Schaden zufügen, aber es ist kein richtiges Schaden zufügen. Boah, dass das rote Münzen waren, ne? Das war gemein. Tut mir leid, ich muss jede Münze mitnehmen. Keine Sorge, man kann das immer wieder probieren. Es gibt Level, da kann man es nicht. Aber hier in dem ersten Level, da kann man das immer wieder probieren. Was heißt erstes Level? Ich meine jetzt erstes Level, wo man damit halt in Kontakt kommt. So, ich glaube, das war... Wo war das jetzt genau? War das hier? Ja. Gut. Ja, ist mir jetzt egal. Oh. Nein. Ich aktiviere den Block noch nicht. Da fällt mir nämlich gerade ein, da war ja noch was. Und das will ich auch nicht übersehen. So, auf geht's, auf ein neues. Jetzt muss ich ein bisschen schneller sein hier. Stark. Okay, ja, genau hier. Auch hier waren nämlich drei rote Münzen. Und war hier nicht noch eine Blume irgendwo? Ah, okay, gerade noch so aktiviert. Gut. Ja, was fehlt uns denn noch? Uns fehlen noch eine Blume und fünf rote Münzen. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal zwei. Das heißt, uns fehlen nur noch drei rote Münzen. Und eine Blume. Okay, die Blume haben wir hier. Scheiß auf das Leben. Oh, Alter, das wäre so knapp gewesen. Oh, hier wäre nochmal Leben drin gewesen. Wir haben alles, oder? Ja, wir haben 100%. Und Ziel. Ja, nice. Oh, 100% in Level 2. Und ein Bonusspiel. Alter, haben wir ein Glück. Drei Bonusspiele in Folge. Bring, bring, bring. 100 Punkte. Oh, 100 Punkte. Nice. Rubbeln. Ah, hier können wir One-Ups holen. Nice. Ja, wir haben drei Versuche. Wenn wir dreimal Mario erwischen, kriegen wir fünf Leben. Erwischen wir einmal Mario ein Leben, zweimal Mario zwei Leben. Und wir probieren es einfach mal. Und das ist ein Mario! Oh mein Gott! Okay, ein Leben haben wir safe. Dann probieren wir mal den hier unten. Das ist leider kein Mario, okay. Zwei Leben hätte ich ja schon gerne. Komm, probieren wir noch den. Und das ist auch kein Mario. Okay. Das Glück hat stark begonnen und ist dann verschwunden. Aber egal, ein Leben. Da haben wir sehr gut gerubbelt. Ja. So, machen wir noch Level. Ich denke schon. Ne? Oh Gott, nein, Höhlenlevel. Aber wir machen noch eins. Keine Sorge. Die Pilzgrotte. Nice. Okay, dann, ich glaube, hier hat man gar nichts bekommen, wenn man die getötet hat. Ne? Also einfach... Nein. Blauer Yoshi, einfach da rein, bitte. So, nehmen wir den Stein mit. Muss ich da mit dem Stein hoch? Oh nein, ich wollte den... Stampf... Ja, ich weiß, wie die Stampfattacke geht. Nein, na komm. Na gut, scheiß ich drauf. Ich glaube sowieso nicht, dass wir da hochkommen. Oder? Ich kann da nicht drauf scheißen. Nein! Oh mein Gott!
Okay, ich hab eh keine Eier mehr. Er hat keine Eier mehr. Ja. So, da ist nichts. Was haben wir hier drin? Sternis. Oh ja. Sternis. Gut. Oh, ich hasse diese weißen Mistpflänzchen. Huch. Da war eine rote Münze, habt ihr gesehen? Ja. Da ist auch noch eine. So, kommt mal her, ich mach mal ein paar, ja. Okay, und da sind nochmal zwei. Stark. Es gibt zwei Arten, ein Ei zu schießen. Einfach oder schwierig. Willst du es ändern? Nein, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich habe. Oh, das ist eine Blume. Oh. Das ist noch eine Blume. Und da war noch so ein Schlüsselraum, ne? Ja, oh mein Gott. Wie sehr ich diese Schlüsselräume hasse. Da kümmern wir uns aber jetzt noch nicht drum. Boah, gerade noch so drüber gesprungen, ey. Den habe ich nicht kommen sehen. So. Die sind jetzt nicht wieder gespawnt. Also ich könnte noch einmal da nach unten. Ja, den Schlüssel haben wir noch nicht. Deshalb kann ich den Schlüssel, den Raum leider noch nicht öffnen. Okay. 21 Sternis, das ist schon mal gut. Oh, ich will eigentlich in den Checkpoint. Gut, jetzt haben wir schon mal alles safe. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nein. Gut. Aha. Ja, das sind so komische Pusteblumen-Dinger. Und da kommen einfach... Oh, ja, 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 ja. Okay. So, war da der Schlüssel drin? Nein. Ach, da oben ist der Schlüssel. Auch wenn ich die Schlüsselräume hasse, wir probieren es natürlich trotzdem. Wenn ich den Schlüssel kriege, danke. Dann wollen wir mal gucken. Denn hinter diesen Schlüsselräumen ist immer ein Minispiel. Und dieses Minispiel ist so kackenschwer. Oder es kommt darauf an, welches Minispiel es ist. Wenn es jetzt das Ballonspiel ist, ich hab's nie... Ja, es ist natürlich Ballonduell. Um deinem Gegner den Ballon zuwerfen zu können, musst du in einer bestimmten Zeit die angegebene Tastenkombination drücken. Platz der Ballon bei deinem Gegner, hast du gewonnen und erhältst einen Gegenstand. So, zack, 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 zack. Der macht natürlich dasselbe. Ist ja klar, wer ist sonst und wer. Zack, 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 zack. Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste wo ist. Ich muss auf meinen Controller gucken. Zack, 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 zack. Übrigens, ich habe Ballonduell noch nie gewonnen. Also, zack, 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 zack. Also bitte nicht enttäuscht sein, falls ich es verlieren sollte. Oh, komm, Platz, Platz, Platz! Bitte! Was? Ja! Ja! Platz! Platz! Ja, als ob! Als ob! Ganz im Ernst! Oh mein Gott! Oh! Platz! Platz! Ja! Ich hab Ballonduell gewonnen! Ich glaube es nicht! Oh mein Gott! Das erste Mal in meinem Leben! Oh! Okay, ich habe jetzt alles in meinem Leben erreicht. Ich kann jetzt eigentlich in Ruhe sterben gehen, ey. Oh mein Gott. Ist das geil. Hättet ihr mir das jemals zugetraut? Oh, da war eine rote Münze versteckt. Oh mein Gott. Das Ballonduell, ey.
Da war noch eine rote. Ich habe das Gefühl, wir haben erst... Nein! Nein, 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 nein! Oh, fuck. Das ist natürlich jetzt ziemlich scheiße. Drei rote Münzen, zwei Blumen. Da ist auf jeden Fall eine Blume. Da war ein One-Up versteckt, okay. Ja, hier sind manchmal schon mal Sachen drin versteckt. Ja, man kann die auch in der Pusteblumenform essen, aber dann kriegt man kein Ei. Oh, bitte lass da Sternis drin sein. Ah ne, da war glaube ich ein Bonusspiel, ne? Ja. In der Tat. Na gut. Es geht hier nur um Münzen, also keine Sorge, es ist jetzt nichts atemberaubt. Und ich habe verkackt. Na gut. Aber ist ja egal. Ich brauche eh keine Münzen. Ich bräuchte Sternis. Denn mit Sternis wäre das Leben schön. Aber ich glaube, ich habe meine ganzen Sternis jetzt verschissen. Da ist auf jeden Fall noch eine Blume. Stark. Ich glaube, wir haben jetzt alle roten Münzen. Und alle Blumen. Aber nicht alle Sternis. Bitte lass nochmal Sternis kommen, bitte. Ich flehe dich an, Spiel. Das wäre jetzt natürlich gewesen, ey. Dann gib mir das One-Up. Nein! Oh nein, ich habe meine 20 Sternis im ersten Level eingesetzt. Natürlich, ich dachte, ich hätte die noch. Nein. Oh Mann, es ist so bitter. Es ist so bitter. Oh, wir kommen zum ersten Boss. So. Das ist ja sowieso noch zwei Tage dauern, bis der nächste Yoshi's Island Part kommt. Kann ich euch mal eine Frage stellen? Wollt ihr, dass ich, wenn mir jetzt zum Beispiel nur Sternis fehlen, dass ich das offscreen mache? Dass wir dann nicht zusammen nochmal in das Level gehen? Weil es sind nur Sternis. Ich suche ja nach nichts. Ich will einfach nur das Level mit allen Sternis schaffen. Oder wollt ihr trotzdem dabei sein und nochmal mit mir durch das Level gehen? Das dürft ihr jetzt entscheiden. Ansonsten muss ich mir was aussuchen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet trotzdem im nächsten Mal wieder ein. Wir haben immerhin das Ballonduell gewonnen. Ich habe alles in meinem Leben erreicht. Im nächsten Part gehen wir zur ersten Burg. Und ich sage bis dahin. Tschüss.